Hallo und herzlich willkommen, oh mein Gott! Wir haben die Erinnerung gefunden, die wir gesucht haben. Und, ja. Wir haben leider noch nicht diesen komischen Rumi gesehen, dieses Rumi-Pferd, was ich auch noch machen will, aber wir schauen uns jetzt erstmal diese schöne Erinnerung an, die hoffentlich auch schön ist. Okay. Oh mein Gott, ich erinnere mich! Wow. Die Wunde ist nicht sehr tief, aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Du bist zwar stark, aber nicht unverwundbar. Die Monsterangriffe häufen sich in letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet. Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist. So, also eine sehr frühe Erinnerung aus dem... What the fuck? Einfach mal mehrere Leunen vernichtet. Yo! Link, was ist los, Mann? Richtiger Killer. Mir ist es einfach egal, der vernichtet einfach. Heftig. Ich will, dass der Rumi wieder da ist. Oh Mann, egal. Also, ja. Was machen wir jetzt? Eigentlich sollten wir jetzt noch nach dem letzten... Nach der letzten Erinnerung suchen. Es ist aber sehr gut möglich, dass ich die Zeit ziemlich stark damit verschwenden werde. Weil es auch passieren kann, dass ich eine komplette Folge lang nichts Interessantes finde. Aber na gut, okay, bei so vielen Folgen kann ja auch eine mal nutzlos sein, okay? Ich meine, die anderen Folgen sind ja immer so unglaublich gut und ich, ich habe eigentlich immer was gefunden bisher, oder? Es ist noch nie eine Folge gewesen, wo ich nicht mal einen Krug gefunden habe. Also, wo ich nichts gefunden habe, also wirklich nichts, überhaupt gar nichts. Sowas ist wahrscheinlich noch nicht passiert. So, hier ist ein Stein. So, dann holen wir uns noch einen Sonnenkrug. Und dann können wir mal schauen, wo wir als nächstes schauen müssen. Ha, schauen, wo wir schauen müssen. Oh mein Gott, du bist so intelligent schon, Bär. Ja, ein weiterer Krug für unsere Sammlung. Oh, oh. So. Ah, Rumi. Das macht mich fertig. Da unten, ja gut, das hätte uns wahrscheinlich hierhin geführt. Dieses Pferdeteil da unten, das ist ja wieder bestimmt dieser Maler-Typi gewesen. Ja, aber wenn wir sonst nichts finden, so, gut, dann schauen wir halt mal auf unseren hier schön das schöne Bild an. Ja, okay. Es gibt zwei Orte, an die ist das mich an da, woran mich das erinnert. Also einmal vielleicht irgendwo hier beim Schloss. Was hier irgendwo dran ist oder so. Also. Aber eine Sache, wo es auch noch vielleicht sein könnte. Wir haben schon mal eine andere Art Schloss gesehen, so halb. Wo war das? Nicht Schloss, sondern so ein Gebiet. Warte, es war irgendwo hier oben irgendwo. War das hier? Ich muss erst überlegen. Ah, das war auch was mit... verdammt. Ich weiß nicht ganz, wo ich schauen sollte. Tabanta, nein. Das war doch... Wo war das? Das sind wir angefangen, auch mal nach oben zu erkunden, weil hier oben waren ja so zwei Gebiete, die wir nicht gesehen haben. War das hier irgendwo? Taburasas hier, dann war hier irgendwo... Ach, hier geht das... Genau, hier. Und hier sind auch diese Wasserfälle. Hier an der Stelle irgendwo, da war... Hier. Das war diese Festung. Das ist irgendwie... Sieht auch aus wie, keine Ahnung,
Irgend so ein großes halbes Schloss schon fast. Also eine Festung steht ja schon dran. Sowas. Da könnte es vielleicht auch sein. Ne, müssen wir halt mal schauen. Wir könnten auch erstmal die ganzen Pferdedings abklappern. Pferdeort. Stelle, genau. Wir könnten so ein Stall, die ganzen, irgendwo muss ja ein Stall sein, wo man mit so einem Typi reden könnte, der dann sagt: Hey, da ist eine Erinnerung, schau mal, du Schimmlerkeks. Und ich dann: Ja, natürlich, mein Freund. Und hier ist ein böser, böser Wächter. Garum-Schirm ist jetzt einsatzbereit. Toll. Jo. Ja, nicht nur einer. Holy shit. Hier, so, Boah, heftig. Egal. Hier, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Irgendwo so Steingedöns. Dann würde das hier so drauf zeigen. Ja, hier war, da waren wir schon mal. Da war ja keine Erinnerung. Da war nur ein Krug. Hier ist ein Krug. Ich dachte, wir haben das schon, weil das so offensichtlich ist. Waren wir hier noch nicht? Wir waren doch irgendwo, wo es so Kanonen gab. Vielleicht doch nicht ganz das, was ich suche. Link, bitte nicht festhängen. So, irgendwo hier vielleicht. Was wir natürlich schauen können. Ich höre Musik. Nein, höre ich nicht. Ich höre dieses eklige Dreckszeug. Und ein Grog. Oh shit. Wo ist hier jetzt schon wieder ein Grog? Spiel, musst du das machen mit mir? What? Was zur Hölle? Hier ist einfach mal so ein Vieh. So. So, was denkst du denn? Du hast keine Chance. Tschüss. Bitte nicht die ganzen Items runterwerfen. Okay. So. Ein Krog hier. Was? Wer versteckt hier einen Krog? Spiel. Verarsch mich nicht. Oh. Diese ganzen Matschepampe. Oh. Hier irgendwo da drin. Toll. Jetzt wird es hier gerade auch wieder lauter. Das ist ein bisschen nervig. Jetzt Link los. Ah, es tut weh. Oh mein Gott. Ignoriert die Hintergrundgeräusche. Hier sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Huch. Wo kommen die denn her? Huch, ich sollte nicht so weit. Hup. Schauen wir mal. Macht das mehr Schaden? So, kriegen die Schaden von dem Schlabberzeug? Schauen wir mal. Denen ist es egal. Ja gut, die gehört auch zu dem Bösen des Genens. Oh, Link, bitte nicht ins Schlabberzeug rein. Oh ja! Wir könnten die aber auch kurz so machen. So. Erstmal. Oh Mann. Ganz schön doof. Kommst du? Voll ins Gesicht. Hat bestimmt weh getan. So, von hier aus. Junge. Ekelhaft. Kommst du? Der will nicht. Hierher. Komm schon. Kannst du. Ganz schön nervig. Ja, das ist doof. Ich hätte gern den Topas. Au, nicht so wichtig. Ah, oh mein Gott. Oh, mir geht's gut. Oh. Eine Truhe. Und hier ist bestimmt irgendwo Grog drin. Ganz schön schmierig. Keine Ahnung. Obwohl ja, der Krogometer hat schon aufgehört. Also sind wir hier eher falsch. Was ich ganz nett finde, das bedeutet, dass wir hier in die Richtung müssen. Mann. Wir müssen bald mal wieder was kochen. Und? Yo, yo. So. Dann hier unten irgendwo. Ich dachte gerade, der hat schon wieder aufgehört. Ist hier irgendwo ein Stein drauf? Ich sehe nichts.
sehe nichts. Das sind auch so komische Bäume, auf die kann man gar nicht so toll draufklettern, glaube ich. Also wird da wahrscheinlich nichts sein, aber hier unten vielleicht. Ja, hier sind irgendwelche komischen... Oh, ich weiß schon. Ah. Hier, wer sagt's denn? Sehr schön, Krug gefunden. Ciao, wow, du hast mich gefunden. Tschüssi. Tschüssi. So, wenn wir die Sachen hier runterwerfen, müssten wir eigentlich da unten vielleicht... Oh, ich dachte, hier fliegt so ein Wächter. Überall Gegner. Ich glaube schon fast, wir sind hier falsch. Aber wie gesagt, wir können das ganz einfach rausfinden. Indem wir hier in die Richtung gehen. Denn da unten ist ein Pferdedingsstall. Wow. Bisschen rumschauen schadet auch nicht. So, hallo. Und, ta. Kein Krog hier, okay. Hup, hallo. Huh, eine Quest. Was willst du hier? Du siehst ja mal verdächtig aus. Ich bin friedlich, ich bin nur ein Krog-Ninja. Ah, das werden wir sehen. Was hast du denn da? Fuck, ich hab's nicht... Würdest du mir vielleicht eins davon geben? Ein was, hier. Ich weiß nicht was, aber egal, nimm einfach. Danke, du trägst meine Lieblingsblume mit dir. Vielleicht bist du doch gar nicht so übel Bursche. Kommen wir zur Sache. In Akala gibt es nichts, gar nichts. Warum bist du also hier? Ich suche Dumpster. Wer ist Dumpster? Ach so, stimmt. Dumpster ist... Ist... Ja, genau. Ja, ich hab die Questreiche gemacht. Der Zimmermann? Ha? Der war hier, ja, ja. Mummelte was von Tabula Rasa machen. Und dass er ein Dorf von Grund auf erbauen wollte. Ja, hatte doch schon. Er ist im Akalesee, wenn ich mich nicht irre. Der Akalesee ist östlich von hier. Wenn du Interesse hast, geh ihn dir ansehen. Toll. Die Quest haben wir schon geschafft. Also, ja. Super. Als hier wieder... irgendwo eine Quest. Curry, spurte dich. Alter, fucking 55. Rätselhafte Heil. Schatz der Helden. Wir müssen auch noch machen. Schwarze Serie hier, das brauchen wir auch noch. Zeigt es uns eigentlich, wo wir hin müssen? Ne, da haben wir die Quest bekommen, oder? Ja, das ist der Stall. Und hier ist schon mal kein Mr. Bildermach-Typi. Was ein starkes Indiz dafür ist, dass hier nicht das ist, was wir suchen. Die Erinnerung. Die Erinnerung. Hallo. Oh, ich sehe, Sie haben einen Schwertkäfer. Ich liebe Schwertkäfer, wenn Sie gewillt, sich von ihm zu trennen. Natürlich gebe ich Ihnen auch etwas. Wie wäre es mit Kraftmedizin? Ja, klar. Jo, warum? Okay. Oh, vielen Dank. Sie sind genauso toll, wie ich dachte. Ah, ich werde diesen Käfer wie meinen größten Schatz hüten und ihm ein guter Freund sein und ihn essen. Also, was hätten Sie denn gerne? Ja, ich würde gerne was kaufen. Oh, was denn? Ja, alles. Alle Pfeile, die du hast. Ja, ja, hier die auch noch. Keine Ahnung. Der hat nichts Tolles. Löschechsen und so. Keine Ahnung, ein paar Echsen. Nein, nein. Danke, danke. Oh. Lass mich Ruhe. Terry, das Schnabeltier. Okay, gut, dann sind wir hier falsch? Fragezeichen? Vielleicht ist es ja doch der richtige Ort. Ah, was könnte... Schon wieder? Hey. Oh, du schon wieder? Kommen wir zur Sache. In Akala gibt es nichts, gar nichts. Warum bist du hier? Ich reise. Hast du jetzt eine Quest für mich? Aha, ein Reisender also. Da kannst du mir sicher einen Gefallen tun. Ah, meine Schwester Klima ist total vernarrt in Insekten. Ja, ganz schön krank. Und sie will anscheinend ein ganz bestimmtes Insekt sehen. Verrät mir aber nicht welches. Ist sie dumm? Vielleicht will sie es einfach niemandem aus der Familie sagen. Was weiß ich. Aber du könntest sie fragen gehen. Sag einfach, dass es für ihren Geburtstag ist oder so. Was? Was ist so falsch mit den Leuten? Geh zu Klima. Wo ist Klima? Ist hier Klima? Hallo? Bist du Klima? Das ist doch... Okay, das ist Klima. Du bist NPC-Typ mit einem Bart. Du bist nicht Klima. Das ist Klima. Wach auf! Gott verdammt. Ah, Feu Feu machen. Hallo Feu Feu. Kann ich hier schlafen? Bis morgens. Wir haben morgens. Egal. Vielleicht gibt es ja noch morgensigeres Morgens. Ein morgigeres Morgens als das Morgens, in dem wir sind. Und das Morgens. Und das Nachts.
Die schläft jetzt, richtig? Zu früh? Richtig. Okay, dann müssen wir bis Mittag schlafen. Nicht schlafen. Hallo, haben wir nie gesehen. Ach, lass. Puh, dann ignoriere mich doch. Ja? Genau, das hat sich vor. Blitzmerker. Schon mehr, sei kein Arsch, Mann. Nee. Na gut. Aber der hat nicht mal eine Quest für mich, glaube ich. So, wo ist er? Questmarker hat sich verändert. Hey, du. Hey. Hallöchen, du. Was? Ha, ich habe ein Geheimnis, willst du es wissen? Ja, klar. Hey, gut, ich verrate dir. Bist du bereit? Meine große Schwester, Schwester Jana hasst Libellen. Libellen? Ja, ich habe in einem Buch Bilder von Glutlibellen, Frostlibellen und Zetterlibellen gesehen. Ich habe sie Jana gezeigt, aber sie hat sich vor ihren Augen geekelt. Oh, das war mein Geheimnis. Jana wird wieder böse mit mir sein. Aber das war bestimmt bloß, weil die Bilder schlecht waren. In echt sind die bestimmt nicht schlecht, ne? Wenn ich mal groß bin, reise ich durch die Welt und suche echte Libellen. Ha. Oh. Okay. Toll. Hey, du. Die Sonne steht schon wieder ziemlich weit oben. Hast du herausbekommen, was Klima will? Ja, klar. Libellen sehen! Und dann gleich drei verschiedene Arten. Eine Glutlibelle, eine Frostlibelle und auch noch eine Zitterlibelle. Libellen. Allein schon die Augen. Also hat Klima nichts gesagt, weil sie weiß, wie sehr ich Libellen hasse. Aber es soll ihr Geburtstagsgeschenk sein. Da bleibt mir wohl keine Wahl. Bring die Glutlibelle. Ich? Okay. Haben wir das schon geschafft? Schauen wir mal. Hey. Oh, du schon wieder? Bring die... Ja. Anscheinend nicht. Glut... Oh, no. Libellen. Was? Wir haben Glut, Libellen und... Zitterlibellen. Jetzt brauchen wir nur noch Eislibellen. Na toll. Egal, wir haben eine Quest. Und... Wir sind eigentlich schon weit genug, um die Folge zu beenden. Egal, da haben wir wenigstens nächstes Mal wieder was zu tun. Neben dem Erinnerungssuchen. Und ich würde dann einfach mal sagen, dass ich jetzt die Folge beende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.